Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow Tactics. Ja, lang ist her, dass ich was hochgeladen habe, genau. Ja, woran liegt's? Ja, Urlaub, verreist, Firmenfeier, Familie. Ist alles, ich will nicht sagen, viel wichtiger, aber es ist schon wichtiger für mich. Weil ich verdiene ja, wie gesagt, hiermit kein Geld, sondern ich mache es einfach nur aus Hobby. Und das soll ja auch so bleiben und das wage ich dann, oder das wage ich, oder ich wage mich, besser gesagt, dann so eure Geduld ran und sagt dann, das müsst ihr entschuldigen, weil dann kann mal sein, dass jemand dann so ein, zwei Wochen nichts von mir hört. Ich hätte es aber auch ankündigen können, aber ich wusste nicht, dass es so viel jetzt über die Feiertage, war ja Weihnachten und so, so viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber das ist ja auch mal wichtig, Familie, wichtiger als immer vor der Dattelkiste sitzen. Und das habe ich ja in meinem Leben schon genug. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind immer noch hier in diesem, ja, was soll ich sagen, Vorort-Camp von dem Shogun und müssen diesen Heini da in das Zelt bringen, ne? So war das doch. Wo ist eigentlich der Heini? Wollen wir uns gleich mal angucken. Ach, der liegt da im Schnee und ist immer noch. Der hat auch keine Erfrierung. Dem geht's gut. Die Sterne über dem Kopf, die wärmen ihn. Wir haben ja letztes Mal hier ein bisschen geschummelt, würde ich sagen. Ja, das kann man doch ruhig so sagen. Und sind jetzt weitergekommen, dass sie sich verkleiden kann. Und er wollte doch irgendwie, der alte Mann wollte irgendwas mixen, um die Wachen auszuschalten. Aber erstmal gucken wir uns hier, was soll das hier bringen? Warum soll ich hier reingehen? Nein. Wir wollen wieder zum Ninja zurück. Aber ich speichere nochmal eben. Nicht, dass ich das Ganze wieder neu starten muss. Ich kenne mich ja. Okay. Ich glaube, wir kommen nicht darum rum, uns mal ganz kurz die Mission zu holen. Ja, das Zelt des Shoguns ist klar. Trage. Achso. Achso, der kann im Alchemistenlabor, genau. Bewusstlos schauen, deren Kleidung nehmen. Das habe ich, glaube ich, gemacht. Okay. Ja, wir versuchen jetzt mal irgendwie ins Zelt zu kommen und wir müssen mal sehen, wie das hier so sich entwickelt. So, jetzt haben wir schon wieder ein schönes Problem. Wir haben den Strohhut da. Und die Strohhüte können da nicht weg. Deshalb wollen wir doch mal auch mal andere Gefährten dahin bringen. Aber ich kann mal langsam, aber sicher mal den hier auch mal in Richtung. Ja. Du musst auch mal ran. In Richtung Zelt tragen, weil irgendwie muss ich ihn den ganzen Berg da hochschleppen. Und Achso, ich dachte schon, du kommst da nicht durch. Und dann wird es wieder Ewigkeiten dauern. Aber so ein bisschen näher ran können wir ihn ja schon mal schleppen, sag ich mal. So. Den kann man auch töten. Okay. Aber das will ich, glaube ich, erstmal nicht machen. Ah, hier sind noch welche. Kann ich das Ding ausmachen? Nee, das kann ich nicht ausmachen. Die habe ich nicht getötet. Da möchte ich mir doch mal eben den Sichtpegel von ihm hier angucken. Gut, ich kann da einfach vorbeischleichen. Das ist nicht das Problem. Ja, was habt ihr denn die Feiertage Schönes gemacht? Ich hoffe, ihr habt nicht so viel gegessen wie ich. Ich habe schon wieder ein paar Kilo zu viel drauf. Aber das bleibt ja Weihnachten nicht aus, das Ganze. Wenn das alles so lecker ist. Und Silvester geht es dann wieder los. Und dann nächstes Jahr muss ich da mal sehen, dass ich wieder öfter zum Sport komme. Das ist nämlich wirklich nötig. So viel nebenbei. So, ja, hier war diese Wache, die immer da hin und her. Kann ich mich noch dunkel dran erinnern? Aber das macht nichts. Ich hätte mir, glaube ich, auch viel Ärger beim letzten Mal erspart. Oh, runter mit dir. Wenn ich sie mal öfter eingesetzt hätte. Das habe ich leider irgendwie verpennt, weil sie kann die Feinde ja auch anlocken. Genau, hier liegen ja noch die ganzen Leichen vom letzten Mal rum.
So, jetzt will ich aber noch mal Folgendes machen, wenn ich jetzt hier gleich hier oben bin. Warum schleiche ich eigentlich mit ihm? Weiß ich auch nicht. So, ich will mal alle, die ich habe, in die Büsche. In die Büsche. In den Büschen verstecken. Und einmal abspeichern. So, und nun... Was? Du bist verkalkt? Mal kurz schauen, was für... die Falle hier platzieren. Und ihn versuchen... Ja, genau. Pfeifen. Gut. Ich habe ja abgespeichert. Und ihn sieht keiner. Das war doch schon mal ein Erfolg. Jetzt fall auch richtig rum hin. Nicht irgendwie vor den Holzkarren. Und ich bin fast davor, dass ich irgendwie den Gefangenen hier in den Busch mit reinschleppe. Naja, lass es erstmal. Erstmal für freie Fahrt sorgen. So, und jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, das mit dem Karren setzen wir aus. Müssen wir jetzt mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Was suche ich hier eigentlich hier? Oh, da ist ein... Ich muss hier vorbei. Ja. Was macht der Shogun da? Beziehungsweise der Samurai, der ja kein Shogun ist. Ich immer die Verwechslung zwischen Shogun und Samurai, das werde ich wohl nicht mehr hinkriegen. Gut. Oder auch nicht gut. Die gucken auch nur in eine Richtung, die werden mir also nicht irgendwie in die Quere kommen. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich handhabe. Ich speichere erstmal ab. So, dann ziehe ich mal bitte um. Also ist es ja ungefährlich für mich. Ja, einen kann ich schon ablenken. Ich möchte mir nochmal den Sichtpegel angucken. Aber der ist schon ziemlich groß. Einen von denen müsste man... wenn es geht, umhauen. Ich kann es mal versuchen. Ich kann den zum Beispiel haarnadeln. Das könnte ich machen. Wenn er weg ist. Ja. Könnte ich ihn haarnadeln. Ob das möglich ist, ob der dagegen, ob der da drüben das nicht sieht, weiß ich noch nicht. Ah, da ist ja noch einer. Der hat aber einen richtig hohen. Den, wenn ich die jetzt erstmal ablenke. Das wird schwer. Okay. Ja. Was ist denn, wenn ich das Licht hier ausmache? Dann verliert sie ihre Verkleidung. Okay. Dann wollen wir mal einmal das abgespeicherte laden. Auch ein bisschen blöd, ne? Nur weil sie das Licht ausmacht. Naja, egal. So, hat sie sich schon umgezogen? Aber das Licht muss ich irgendwie ausmachen. Wenn ich mich jetzt... Ach, wenn sie sich bückt, verliert sie auch die Verkleidung. Bück dich. Okay, das hat geklappt. Ja, vermutlich der Schnee. Aber das ist gut. Das ist gut, so komme ich daran denen vorbei. Das ist gut. Dann kommt mein Plan ja doch zur Geltung. Dann verkleide ich mich mal eben. Speichere mal eben ab. Und lenke den Typen hier mal ab. Warum nicht? Und dann gehe ich mit den Linien einfach weiter. Ja, genau. Dann komme ich. Okay, das war ein Griff ins Klo. Das ist doch ein bisschen schwerer, als ich mir dachte. Ob ich den dann nur ablenke oder nicht, das spielt nur eh keine Rolle. Da soll irgendwo ein Trupp... Ach, da ist er.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, sich noch zu verstecken? Ja, dahin. Ich muss diesen Gifttrank irgendwie mixen. Da komme ich, glaube ich, nicht drum rum. Okay. Das Erste, was ich mache, ist, glaube ich, mit ihr hier erstmal lang. Fahr mich nicht um! Ja, klar. Hier müsste ich die Leute verstecken. Müsste da irgendwie vorbei. Okay. Ich versuch's jetzt erstmal mit ihr hier lang zu kommen. Was sucht der denn auf einmal hier? Wo kommt der denn auf einmal her? Hä? Ich meine, das wäre kein Problem gewesen, wenn ich ihn da... Okay. Pff, ja, ja, wie ihr wollt. Wie auch immer. Die Fußspuren gesehen. Okay, jetzt lass die Ochsen... Aua! Ochse ist mir auf den Fuß getreten. Nein, nicht wirklich. Das war jetzt echt ein bisschen seltsam. So. Aber woher die Fußspuren gesehen haben? Vor allem, wo kam die Wache auf einmal her? Ja, okay. Ja, mach noch die Fackel an, so blöd wie ich bin. Gut, ich werde nicht gesehen. Ich muss hier schnell agieren, weil wenn die meine Fußspuren sehen, dann ist Feierabend. Ich glaube, das speichern wir mal lieber ab. Ich sehe noch so ein kleines Problem, wie ich die Leiche hier hochschaffen soll. Beziehungsweise nicht die Leiche, den Gefangenen. Naja, das ist doch egal. Das sind zwei Samurais, also an denen vorbei. Was will sie denn? Was will er denn jetzt? Ja, genau. Und schon habe ich die Arschkarte gezogen. Nee, also das geht nicht. Ich nehme Hanzo nochmal, weil der Typ, der die Flagge wieder anmacht, der passt mir ja gar nicht in den Kram. Jetzt sieht er doch bestimmt die Fußspuren hier, ne? Hallo? Ja, jetzt sieht er sie. Das wollte ich ja. Einen hätte ich erledigen müssen. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, die da anzulocken, aber ich habe es falsch gemacht. Ich metzel die jetzt alle da nieder. So, jetzt bloß schnell mit dem Ninja dahin. Ein bisschen Zeit habe ich ja. Nein, das war scheiße. Das war kacke. Ah, die Idee ist ja nicht schlecht, ne? Das war scheiße. Ich muss das abpassen. So, okay. So, dann lass ihn ruhig kommen. Lass ihn ruhig kommen. Das kann ich ja nachher wieder mit der Frau wegmachen. Hallo! Ich versuch's nochmal anders. Hallo? Das geht mir richtig auf den Sack. Wisst ihr was? Ich lade das nochmal.
Ich kann da auch keine Falle hinlegen, ne? Weil wenn ich jetzt das Mädchen mit der Falle hier nehme, dann... Ich versuch's mal, Leute. So. Dass ich hier die Falle hinlege. So, jetzt hat er die. Hallo? Elmo. Das ist wieder so eine Stelle, wo ich sagen kann, warum? Ich muss doch den Ninja dahin packen. Nee, Leute. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Das ist mir irgendwie zu fisselig hier. Aber wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich versuch's jetzt nochmal mit dem Ninja durchzukommen, dann speichere ich das mal ab, bevor. Ja, gut, so geht's. Ja, nur mach ein paar Spuren. Ich habe eine andere Idee. Geh vorbei. Gut, ich habe sie vorbeigeführt. Dann muss ich da später nochmal anders agieren. Dann ist das so. Ich bin mit ihr jetzt vorbei und das ist die Hauptsache. So, hoffentlich sehen die jetzt die Spuren nicht. So. So, wie komme ich jetzt zu dem Gift hin? Das war hier. Da muss ich den alten Mann irgendwie hier durchschleusen. Aber wie? Komme ich hier irgendwie hoch? Yes! Komme ich. Da muss ich aufräumen, Leute. Das ist ein bisschen umständlich, ich weiß. Aber ihr wisst ja, dass ich so unorthodox spiele. Ich muss mal gucken, dass ich der Wache da nicht in den Arm laufe. Oder in die Arme. Je nachdem. Vielleicht haben sie auch nur noch einen Arm. Ach so, ich dachte schon, da kommen die Wachen. Ja, ich komme durch. Sehr schön. So, und jetzt muss ich mir das mal hier angucken. Da stehen auch noch zwei Wachen. Okay. Was für ein Sichtpegel haben die Herren? Ich könnte den umbringen, wenn, zum Beispiel, wenn jetzt dieser... Ich versuch's einfach. Nee, der sieht ihn. Der sieht ihn. Da muss ich, glaube ich, doch nochmal die Frau reinbringen, dass die... Ja, die kommt ja da rein, das ist ja kein Problem. Die Wachen sind hier mir im Weg. Gut, 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 gut. Ich muss das Ganze umständlich... Hallo? Wo ist denn die Kleine? Ach, da ist die Kleine. So, dann ziehe ich mich mal eben um. Wo ist der Ninja? Ich will nur mal eben gucken, wo ich abgespielt... Ist der Ninja? Ist der hier? Wo ist der Ninja? Hallo? Wo habe ich den Ninja hingepackt? Nein, ich will den Ninja wechseln. Wo bist du? Ach, da bist du. Okay. Den können wir ja schon mal dahin packen.
Man kann sich hier auch schnell echt verhaspeln, ne? Das ist bei den späteren Leveln alles nicht mehr so einfach. Man muss nur sehen, ja, dass man guckt, wo man bleibt. Ich will die gleich hier hochführen, damit die mich da unten nicht irgendwie überrumpeln. Dann wollen wir... Genau, du bist jetzt am Worken hier. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir müssen das alles ein bisschen anders machen. So, wenn ich jetzt... Was ist denn, wenn ich das ein bisschen anders mache? So, zoom mal ein bisschen rein. Ja. Ich speichere mal eben ab. Und dann muss ich den Zivilisten leider... Den kann ich leider nicht töten, wollte ich gerade sagen. Du lebst noch, ja, okay. Was tauschen die irgendwie irgendwas? Ist das ein Zivilist? Ich weiß es, ich glaube nicht. Was macht der denn hier? Wenn ich jetzt Folgendes mache. Ich glaube, das geht, was ich jetzt vorhab. Der Sichtpegel ist irgendwie ein bisschen beschissen hier, aber ich muss damit klarkommen. Naja, egal. So, jetzt müsste normalerweise die Wache da hinten sagen, ey, ey! Ja, genau. Und er bemerkt mich ja nicht. Gucken, ob das geht. Hallo? Hallo? Was hast du denn jetzt da gemacht? Gut. Aber so wird's dann auch sein. Ja, die müssen erstmal aneinander vorbei. Und dann sieht er das da hinten. Sein Sichtpegel. Oh, der ist gar nicht so weit, sein Sichtpegel. Was erzählen die mir denn hier? Halt du die Schnauze, du. So, auf dich knacke ich jetzt hier in die äußerste Ecke rein. Und ziehe mich gleich wieder um. Hier sieht man, also ich finde der Sicht... Naja, so geht's glaube ich ein bisschen besser. Der Sichtpegel ist hier für mich noch nicht so ganz optimal gewesen. Hier kann man auch hochklettern. Okay. Alles klar. Aber da muss ich gar nicht hin, also daher... Hm, ja. Genau. So, jetzt muss dir doch mal auffallen, dass hier die Fackel noch an ist. Ja, um Gottes Willen, die Fackel ist aus. Also, nee. Einmal kurz speichern. Bei mir geht da gerade das Licht draußen an. Kriege ich Besuch? Hoffentlich nicht. Ich kann jetzt gar nicht an die Tür. Ich mache jetzt hier eine Aufnahme. Was? Wo ist jetzt das Problem gewesen? Ich stehe... Ich glaube, ich habe mich vorhin hingestellt oder so. Ich glaube, ja. Warum... Was macht sie denn? Warum geht sie denn vor ihn? Warte mal, ich mach mal was anderes. Okay, das hören sie. Es ist ja nicht schlimm. Es ist ja nicht schlimm. Lass sie das ruhig hören. Dann macht er halt wieder das Ding an. Ist auch egal. Na, die sehen das, ne? Sehen die ihn da? Ja, aber volle Kanne. Aber volle Kanne. Man müsste die Wache da hinten ablenken. Und die auch. Das geht nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe.
Mal hier die Fackel nochmal ausmachen. Warum sieht er mich? Ich speichere das mal eben ab. Was passiert, wenn ich ihn jetzt haarnadel? Wer sieht das? Er sieht das. Okay. Ich muss ja zumindest erstmal wissen, wer und wie und was. Ich habe nochmal eine ganz andere Idee. Da muss ich hinwerfen. Dann muss ich das mal versuchen mit ihr. Warte mal, ich mach mal einen Schattenmove. Ich mach mal einen Schattenmove. Dann gehe ich mal auf ihn. Nee, das ist nicht möglich, weil mich der andere Typ sieht. Die da unten sind schön abgelenkt, aber... Oder ich müsste... Das ist natürlich ziemlich doof. Aber dieser eine, der die Fackel da sieht, wenn ich den schon mal aus dem Weg räumen konnte, dann wäre ich schon richtig weit. Da müsste die Falle liegen. Aber das wäre auch nicht so das Geile. Ich überlege gerade, ob ich da mir irgendwas anderes erlauben kann, aber das wird wohl nicht machbar sein. Sieht da, wenn dieser Karren da steht, sieht da überhaupt einer irgendwas? Also einen könnte ich ja ablenken. Wer sieht ihn am meisten? Er sieht... Ihn könnte ich ablenken. Ihn hier... Könnte ich nicht ablenken. Was ist denn, wenn ich das Ding hier... Das könnte ich. Ich will das noch mal testen. Sie sehen aber trotzdem die Wachen, die umfallen. Okay, die Wachen bewegen sich auch. Also da komme ich nicht weiter. Ich muss einmal irgendwie so langsam wegräumen. So. Ich ahne. Ich glaube, ihn parken wir jetzt erstmal da. Und dann holen wir uns die nochmal ran. Wir können die Leute auch noch anlocken und vielleicht kann ich da irgendwas reißen. Ich muss da mich langsam durchtasten. Und warum machen wir das? Damit wir hier die Sparte freikriegen. Die müssen wir nämlich freikriegen, wenn wir daher diesen Gefangenen hier hochschleppen. Ja, ich weiß, ich denke, glaube ich, wieder irgendwie ein bisschen zu umständlich, aber naja. Manchmal lässt sich das nicht vermeiden. Jeder spielt halt anders und ich spiele halt das ein bisschen kompliziert. So, da würde ich sagen... Ist da nur einer. Da platzieren wir mal die Falle hier hin. Was hat er denn jetzt wieder gesehen? Das war zwar nicht... beabsichtigt, aber das nehmen wir doch mit. Das war nicht beabsichtigt.
Aber, okay, wenn er da gerne in die Falle reinrennt. So, pass auf. Dann speichern wir das doch mal ab. Wir nehmen jede Leiche gerne mit, die auch zufällig reinrennt. Das hat uns ein bisschen was weitergeholfen, auf jeden Fall. Komm ich da nicht durch? Der ist der Ninja im Weg. Mach mal dein... Mach dich nicht so... Wieso kommst du da nicht durch? Okay. Dann ist das so. Na, kommt der hier lang? Ja, ja, ja. Und keiner sieht ihn. Das ist immer das Gute daran, nicht da runterschmeißen. So, was habe ich jetzt hier aus dem Weg geräumt? Da sehe ich noch nicht das große Problem. Die kriege ich irgendwie klein. Ja, notfalls mit Gewalt. Meinst du, ich kann da einen anlocken? Ich werde hier nochmal eine Falle hinmachen. Das hat sich ganz gut bewährt. Und zwar will ich pfeifen, wenn da hinten das Licht aus ist. Ich will es mal mit ihr versuchen. Einmal abspeichern, bitte. Wir machen jetzt hier mal alles aus. So. Jetzt erstmal kein Risiko eingehen. So, dann machen wir das mal schnell aus hier. Bück dich. So, wo ist... Wir speichern das mal ganz kurz ab. Und dann will ich... Ich weiß nicht, ob er da rumgeht, ne? Das, vielleicht geht er auch verkehrt rum. Hallo? Erstmal die richtige hier auswählen. Und dann... Jetzt. So, das war gar nicht mal so doof. Er wird gesehen. Okay, er wird gesehen. Das heißt, die Falle liegt zu doll in dem Sichtpegel des anderen. Vielleicht kriegen wir es dann noch schneller gebacken. Warte. Was sieht er? Oh, er sieht sie da. Scheiße. Aber das ist eigentlich nicht so schlimm, weil ich mich dann gleich verkleide. Also kannst du mir mal sagen, wie der bei der Dunkelheit jemanden hinter diesen... Fässern, Kisten sieht, der sich da verkleidet, dann machen wir das. Er sieht sie, echt! Das ist nicht normal. Also jetzt ist er langsam. Okay. Ich hoffe, dass er sie jetzt nicht sieht. Nein. Er sieht sie nicht. Ein leichtes, irres Lachen. Der Samurai von unten hat sie gesehen. Ey, ich könnte kotzen, ne? Ey, sie muss da weg. Sie muss da weg. Das ist nicht gut. Kann sie sich jetzt hier schnell verkleiden? Nein, kann sie nicht! Es ist doch zum Kotzen, ey. Es kann nicht sein. Es kann doch nicht angehen. Leute, ich habe hier Scheiße abgespeichert. Naja, mal gucken, wie wir da rauskommen. Ich habe einen Plan, aber der ist kacke. Ich weiß schon, wie ich rauskomme. So, hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Nein. So, wo ist der Samurai? Jetzt hau da ab. Zum Glück bin ich hier weg. Sehr schön. Dann musst du dich halt hier auch verstecken. Okay.
Wir machen das folgendermaßen. Ich brauche den Sichtpegel von dem Typen hier. Der geht nur bis hierhin. Okay, dann kann ich jetzt hier die Falle platzieren. So. Dann gehe ich mit ihr mal runter. Die steht hier auch nur im Weg. Kann man sich nicht nur irgendwie... Ich finde das immer so ein bisschen doof, wenn man sich hier nirgendwo verstecken kann. Ich gehe das Risiko ein. Ich speichere das mal ab. Aber ich brauche sie doch sowieso oben. Ja, für die Pfeiferei. Warte mal. Na gut. Jetzt wird sie dann noch vom Samurai gesehen. Das ist doch scheiße. Wo? Ja, da unten läuft so eine Wache lang. Dann lass sie da alle sitzen. Dann lass sie da so sitzen. So, dann... Muss ich mich halt hier verkleiden? Ach, das Spiel verzeiht auch gar nichts, ne? So, dann nehmen wir mal sie. Dann... Jetzt hat er das gemacht. Aber jetzt kommt der andere dahin. Okay, dann muss ich den Ninja jetzt noch schnell nehmen. Das war jetzt wirklich mehr notgedrungen. Hat aber geklappt. Mach noch die Fackel an, bist du verrückt? Oh. Weg mit den Leichen hier, ey. Boah, Leute. Nein, der Wunder darf sie nicht schmeißen, dann gibt's hier Getöse. Irgendwie hat meine Elgato gerade einen Sprung gehabt. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass das jetzt nicht negativ auf die Aufnahme auswirkt. Ist aber auch egal. Wir machen hier nämlich erstmal einen Cut. Und ja, ich hoffe, dass wir dann hier noch den Freiraum fertig kriegen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.